Was ist der beste Mario Kart Teil aller Zeiten? Das klären wir heute in OneUp. So, jetzt sind wir in der Diskussionsrunde drin und ich würde sagen, ich starte direkt rein, aber erstmal Moin Heize. Hallo, was geht? Hallo. Und Moin an Udü. Moin, was geht? Und zwar, was ist das beste Mario Kart? Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Es gibt durchaus viele Banger-Teile von Mario Kart und so richtig schlecht reden kann man jetzt eigentlich keins, außer natürlich Mario Kart Tour. Aber ich finde, hier gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, nämlich Mario Kart 8 Deluxe! Das gute so Game hat die meisten Strecken mit 96 Stück, die meisten Charaktere mit 48. Nur mal so zum Vergleich, das ist mehr als das Doppelte von Mario Kart Wii oder Double Dash. Und zusätzlicherweise hat es logischerweise die beste Grafik. Und jetzt will ich schon etwas heißen, dass das Game nicht schon 10 Jahre draußen ist, oder dass Nintendo mal dachte, also langsam müssen wir mal einen neuen Teil raushauen. Und das könnte eventuell an den 60 Millionen verkauften Einheiten liegen. Und nur zum Vergleich, das zweitmeistverkaufte Spiel ist der Wii-Teil mit mehr als 20 Millionen weniger. Wer hier was anderes sagt als Mario Kart 8, ist einfach nur ein Realitätsverweigerer. Danke, danke für den Applaus, Freunde. Gut, gut, gut. Dann müssen wir gut abgelesen. Fühlst du dich gut? Ich finde mich sensationell hier. Perfekt, gut gemacht, oder? Ja, gut, okay, komm, gib mir die Feier. 3, 2, 1, go! Okay, pass auf, schau mal. Ich meine, es war klar, dass er Mario Kart 8 Deluxe nehmen wird. Der Bre macht nichts anderes als den Content, Alter. Aber, schaut mal her, wir müssen ja nicht unbedingt auf die Fakten die ganze Zeit achten. Wir könnten vielleicht auch mal auf den Spaßfaktor eines Spiels achten. Damals, man hat diese alten Teile gehabt, Mario Kart N64, Mario Kart Double Dash. Das waren so, das waren coole Spiele, aber die hast du alle mit deinem Controller gesteuert. Es kam der Wii-Teil. Meine Liebe, meine Seele, ich war, ich glaube, über 4 Monate weg auf Donkey Shikane, Platz 1 auf der Welt bei Wii damals, Wii Wi-Fi da. Das war so krass. Der Wii-Teil ist meiner Meinung nach, weil ich wusste, dass der 8. Teil weg ist, trotzdem einer der geilsten Teile, wenn nicht sogar der geilste Teil von der Revolution her. Der hat dieses Wii-Lenkrad reingebracht, es gab viele neue Charakter, die reingebracht wurden. Von dem Gedanken her und von der Kreativität her war es einfach cool. Ich würde auch in die Diskussionsrunde direkt reingehen, weil es ist Mario Kart, es gibt nichts Neues da dran. Es gibt einfach ein ganz neues und ein ganz altes. Und das alte ist cooler. Es ist, wie es ist halt. Es tut mir leid. Okay, Sean. Erster Eindruck, sehr beeindruckt vom Heizels Case oder eher weniger? Ja, also man kann hieran direkt zwei verschiedene Arten auch an Mensch erkennen. Und zwar danke, der eine. Danke schön. Ja, der eine halt so sehr, ich sag mal, faktenbasiert, sehr kalt, sehr. Ich sag mal, nicht so sehr auf die Gefühle achtend, würde ich schon fast sagen. Kaltherzig. Empathie. Auch traurig. Auch traurig so ein bisschen. So, der eine stürzt sich auf die Fakten. So. Der eine ist sehr rational denkend und der andere sehr emotional. Der andere hat das direkt mit seiner Kindheit verbunden. Digga, der sagt Mario Kart wie Kindheit. Wie lange ist das her? Junge, du bist ich alt. Das war auch gestern. Meine Kindheit. Zweiter, was? Man nein, weiß, was Kindheit Scheiße. War? Kindheit war Mario Kart 64 oder Mario Kart Double Dash. Da Junge, du bist mit nicht, Kindheit. Junge, wie alt bist du? Warte, wie alt bist du gerade? Das war doch keine Kindheit, Digga. Oh, 2008 kam das Game raus. Wie alt warst du da, Bro? Da war ich schon mehr als, da war ich 11. Das ist für dich keine Kindheit mehr, 11. Nein, Kindheit ist Double Dash oder so, das kann man sagen. Habt ihr kein Double Dash gespielt? Natürlich. Doch, safe, aber... Ja. Was war das dann, Babyheit oder was? Kindheit. Das war ja dann Babyheit. Das war auch Kindheit. Schau, weißt du, wo du schon direkt merkst, dass er einfach nur ein Zahlenliebhaber ist. Er will immer nur das beste Mario Kart haben und kann nicht mehr in die Vergangenheit gehen. Ja, er ist schon so verzerrt, er kann gar nicht mehr wahrnehmen, dass wisst es ein gutes ihr auch, Mario Kart was das Ganze ist. Nochmal unterstreicht? Die Art und Weise des Vortragens von euch, Digga. Erdmando schreibt Essay, so perfekt ausgearbeitet. Hä? Jetzt werde ich auch noch dafür gemobbt, dass ich mich vorbereitet habe, oder was? Was ist das denn? Nee, ist einfach nur so, du bist so sehr rational und Heizel ist so sehr einfach an seinen schönen Gefühlen hängt, you know? Er ist so ein bisschen so Melancholiker. Ich will halt Spaß am Leben haben und nicht immer nur an die Fakten, Zahlen und alles Deskriptive denken. Ich hab gerade Gänsehaut, wirklich. Also wollen wir jetzt alle logischen Fakten, von wegen beste Grafik, beste Maps und am meisten Maps, am meisten Charaktere, alles weglassen, nur weil Heizel sagt, das ist ja Kindheit. Das hat keiner gesagt. Das hast du interpretiert so. Das heißt, du denkst ja noch mal einen Schritt weiter. Du bist ja so drinnen gefangen, dass du denkst... Du bist echt ein Analytiker, Erdmann. Oh mein Gott, what the fuck? Man könnte fast denken, du hast deine Ausbildung drin gemacht. Fakten.
Mario Kart 8 ist viel besser balanciert als Mario Kart 4. Ich muss das schon mal sagen. Guck mal, bei Mario Kart 8 gibt es zum Beispiel Schlauchsteuerung. Das heißt, jetzt meine Oma könnte Mario Kart spielen und sie würde irgendwie es schaffen zu fahren, weil sie quasi nur A drücken muss. Absolutes Anfänger-Game, was geil ist. Auch für Profis geil. Perfekt. Lenkrad, sagt ihr wahrscheinlich, Mario Kart Wii ist geil. Gab's auch bei der Switch, okay? Online-Modus kann man Mario Kart Wii noch online spielen? Heißt nicht, ich bin mir nicht sicher, Bruder. Macht mir auch nicht so viel Spaß alleine. Action, ja. Und die Tatsache, dass man Kart zusammensetzen kann bei Mario Kart 8 Deluxe, gab es so auch noch nie in der Variation. Schauen, glaubst du, er liest das immer noch ab? Oder ich meine, denkst du, das ist schon Kreativfahrt? Einzig Argument, er hat Mario da alle echte liest ab und Kindheit. Nein, also Mario Kart Wii als nicht online-mäßig zu sehen, ist ein bisschen großes L, weil tatsächlich gibt's, obwohl das Spiel so alt ist, sehr, sehr große Fanserver und ja, also es gibt wirklich viel Community da noch drum. Also man kann sehr viel Mario Kart spielen. Es gibt sogar 200 CCM-Modus und so. Also das ist wirklich crazy. Ich glaube, du bist da wohl anscheinend uninformiert. Fanserver. Ja, Bruder, danke, dass ich da irgendwie meine Wii cracken muss, um mal ein Online-Spiel spielen zu können. Was erwartest du? Es kannst du Dolphin ohne spielen, aber nur so, ich hab's nicht nur gehört, ich weiß es nicht. Ach so, ist. Aber was erwartest du von einem Spiel, was 16 Jahre alt ist? Ja, sorry, dass Nintendo die Server nicht online lässt. Mann, ich wollte unbedingt damals noch diesen N64 Double kaufen, wo du diese Stecker oben drauf stecken konntest. So, warum gibt's das nicht mehr, Bro? Das ist so ein L-Argument. Und ich schwöre, du wirst weiter auf deinen Fakten rumreiten, aber wir sind alle dead-ass ehrlich. Vor allem, du hast sogar selber gesagt, dass 20 Millionen mal weniger nur Mario Kart Wii verkauft wurde. Für die damalige Zeit hat es sich so geil verkauft. Das Spiel hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man vom besten Game aus, vom natürlich vielen Faktoren ausgehen kann, aber Mario Kart Wii hat wirklich den größten Spaßfaktor gehabt. Und da könnte deine Zahl nichts dagegen tun. Digga, ist es nicht eigentlich ein L-Argument? Haben sich damals die Spiele viel besser verkauft? Weil man die auch nicht cracken konnte und so. Die meistverkauften Pokémon-Spiele sind auch alle alt, oder bin ich jetzt auf dem Schlauch? Ich glaube, Karmesin ist das meistverkaufteste Pokémon-Spiel. Er hat Mano mal nicht mehr so safe in seinen Fakten. Ja, ich glaube auch, ja. So, meistverkaufte Pokémon-Spiel. Also, Pokémon Rot und Grün, 31 Millionen, erster Pro. 31,8. Also, Argument ausgehebelt. Karmesin und Purpur hat in einem Jahr, glaube ich, 23 Millionen gemacht, wenn mich nicht alles irrt. Ja, und was bringt's mir denn in einem Jahr? Es zählt all time. Das andere Game ist seit 30 Jahren. Also, alte Games wurden öfter verkauft, Argument ausgehebelt. So. 20 Millionen waren es. Das Quatsch. Das ist ein quatschiges Argument. Heißt, willst du noch irgendwas Gutes sagen oder willst du einfach nur sagen, Kindheit und Spaß? Ich glaube, ich brauche nicht mehr so viel zu erwähnen tatsächlich, weil Mario Kart Wii ist wirklich. Vor allem, ihr müsst wissen, ich war sogar in dem Game direkt drinnen, dass er 100% Mario Kart 8 nehmen wird. Und ich bin auf meine wundervolle Vergangenheit, wie von vielen anderen auch gegangen, und zwar meine Kindheit, nicht wie Erdmano, der irgendwie schon 30 Jahre alt ist, keine Ahnung. Und weiß, dass ich mit gutem Gewissens kann ich sagen, dass ich das als besten Teil jemals sehen werde und ich am meisten Spaß daran hatte. Damit würde ich, glaube ich, schon jetzt das Mario Kart 8 Deluxe hat mich aus dem Hamsterrad geholt. Mario Kart 8 Deluxe ist quasi mein Job. Ich kann Mario Kart 8 Deluxe nur lieben. Und wer ein bisschen logisch denkt, weiß auch die Antwort schon. Oh wow. Er sagt lieben, aber kennt keine Gefühle in seinem Leben. Jo. So wirkte scheinbar ich glaube, der Einzige, der eine Freundin hat hier von uns allen, ne? Wo ich mal gesagt habe, ich kenne keine Gefühle. Hey, woher weißt du das? Vielleicht habe ich auch eine Freundin. Vielleicht habe ich auch eine Freundin. Schau mal, merkst du wieder, wie unemotional er rangeht? Er ignoriert komm schon, entscheide. Nee, also ich muss wirklich sagen, Heizle, du hast mein Herz berührt. Das deswegen, freut mich sehr. Ich gebe dir den Punkt, Mann. Du hast Es ist immer der Win, es ist immer der Mario Kart Win. Was ist euer Lieblings-Mario Kart? Schreibt jetzt gerne rein, weil ich darf das Outro machen, weil ich gewonnen habe. Erdmano muss jetzt den Mund halten. Und ja, es hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein. Tschüss.